An der Yama soll es mal wieder richtig gut laufen, hier an der Position. Ob das wirklich so ist und ob hier nicht nur ein paar Keters reingehen, gucken wir uns an. Na, kleiner Silberlachs als nächstes. Erster Fisch ein Keter, nächster Fisch ein kleiner Silberlachs. Ich bin sehr gespannt, was hier reingeht. Ich teste gerade einen, ja, seit letzter Woche ganz gut laufenden Köder. Und zwar den Sotori 22 in so Kupferfarben. Gucken wir uns gleich im Detail natürlich nochmal an. Und ja, die ersten Würfe, die liefern auch direkt. Das ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen. Und das ist natürlich auch ein gutes Zeichen. Also schön hier mit den Silberlachsen Kohle machen. Das ist immer richtig gut. Ich teste natürlich jetzt hier einigermaßen blind. Vorhin hieß es im Chat, Alden, probier mal, 120 läuft ganz gut. Und ja, Koffer gepackt, ab hier zur Yama gereist und dann testen. Einfach mal rausschmeißen. Und ich gucke mir das auch gleich nochmal eben genau an, wo wir da hinwerfen. Jetzt habe ich gerade erstmal angepeilt, die beiden Büsche da hinten so, dass man so ein grobes Ziel immer hat. Und dann so ungefähr weiß, ja, läuft oder läuft nicht. Die Entfernung muss man natürlich auch noch testen. Wie weit wirft man aus? Oder ja, wirft man einfach immer maximal aus. Aber da gibt es natürlich dann auch beim Einkurbeln durch das Wasser verschiedene Spots, die man durchquert. Und da können dann natürlich auch immer wieder die Fische getriggert werden, dass die da spawnen. Und dementsprechend muss man dann natürlich auch immer so ein bisschen probieren, was, wie weit und in welcher Geschwindigkeit am besten ist. Momentan bin ich so bei einer lockeren, mittleren Geschwindigkeit. Ich gucke ja immer, dass unten die Actionbar so ein bisschen am Flattern ist, dass der Köder auch so richtig in Action ist. Und ja, dann testen wir das einfach. Im Moment, wie gesagt, einfach nur mit Durchleiern. Andere Möglichkeit wäre dann natürlich Vollgas einkurbeln und dann mit Shift oder so intervallmäßig einfach mal so ein bisschen ziehen, dann wieder ein bisschen Pause machen. Zack, da ist schon Biss. Na siehste. Also auch das ist immer wieder eine Möglichkeit. Das muss man natürlich immer ausprobieren, ein bisschen rumspielen, ein bisschen testen, was dann zurzeit am besten funktioniert. Und natürlich, wie das dann bei den verschiedenen Temperaturen und Wetterverhältnissen ist. Manches geht dann, ja, bei Regen besser und manches auch sehr schön. Und manches halt bei Sonnenschein besser. Jetzt gerade so halb bewölkt, auch richtig gut. Das mag ich eigentlich auch immer gerne an der Yama, wenn da so ein leichter Sonnenschein ist. Yama beziehungsweise selbst auch an der Bilaya, da geht das dann auch immer richtig gut. Kamtschatka Regenbogenforelle, das wäre natürlich auch richtig nice, den Fisch mal in groß als Trophy. Das würde ich schon mitnehmen. Bis jetzt muss ich sagen, passt das schon ganz gut, selbst mit den Paketas, die sind von der Größe her ganz okay. Und ja, das ist eine Stelle, die kann man, glaube ich, gerade ganz gut mal hier testen. Frequenz ist gut, der Köder funktioniert gerade. Und jetzt einfach mal probieren, ob man nicht vielleicht sogar hier etwas näher auch noch erfolgreich ist, dass man gar nicht so ganz weit rauswerfen muss. Immer maximal auswerfen, das dauert dann natürlich auch lange, wenn man auch ein gutes Ergebnis haben kann, wenn man nur hier vorne so hinwirft. 20 nach oder halb aufgeladen, dann ist das natürlich auch nice. Dann kann man dann natürlich hier einiges auch zack an Zeit sparen. Wenn hier vorne die Brocken auch reingehen, muss man halt nicht immer so weit kurbeln, ne? Auch wieder Keter. Na, den wollen wir ja eigentlich nicht. Und nochmal. Was natürlich ein Vorteil ist, wenn ihr das ein bisschen präziser testen wollt, dann kann man natürlich hier mit einer Stationärrolle auch wunderbar einfach mal einen Schnurclip einstellen. Und dann immer zur gleichen Entfernung werfen. Vielleicht so in 5 Meter Schritten einfach so ein bisschen abchecken, ob das klappt. Auf, sagen wir mal hier auf 10, auf 20 oder so. Einfach mal so ein bisschen damit anfangen. Sagen wir mal so auf 20 Meter anfangen und dann in 5 Meter Schritten immer weiter raus und einkurbeln und testen. Und wenn es dann an einer Stelle immer kontinuierlich relativ schnell die Einschläge gibt, ist das eigentlich so die beste Möglichkeit für eine richtig gute Frequenz hier auch an der Yama. So, bisher muss ich sagen, ja, auch gut. Schön kunterbunt hier alles. Aber gerade natürlich auch mit der Kamtschatka Regenbogenforelle, die bringt halt richtig, richtig gut Silber. Da lohnt sich das natürlich auch dann,
sehr. Vom Setup her bin ich noch relativ fein unterwegs. Mit 15 Kilo momentan. Nicht zu fein, jawohl. Sehr schön, aber so, ja, ich sag mal so angenehm. 15 Kilo, wenn da mal so ein 10 Kilo Königslachs reingeht, ist es zwar schon ein bisschen hart, aber dann kann man den zumindest noch erfolgreich zu Ende drillen. Und im Großen und Ganzen ist es halt noch nicht ganz so übertrieben, dass man die Brocken dann irgendwie ewig lange drillen muss. Gucken wir mal, wenn gleich irgendwie was Großes reingeht, vielleicht so mit 7, 8 Kilo vielleicht, ob das gut funktioniert. Aber wie gesagt, mit 15 Kilo Vorfach sollte das. Außerdem ist auch noch ausreichend Schnur hier auf der Rolle. Ich bin ja hier mit der Braid unterwegs. Da klappt das wirklich sehr gut. Ja, na guck. Nahezu jetzt jeder Auswurf dann auch ein Biss. Jetzt werfen wir mal aus und gucken kurz in das... gucken wir jetzt mal kurz in den Kescher rein. Die 7 Minuten jetzt hier, das sieht auch schon gut aus. 12 Fische in 7 Minuten, top. 2 unmaßige dabei, 2 kleine Silberlachse, okay, kann man verkraften. Der eine war auch weiter hier vorne beim Testen. Setup gucken wir uns jetzt auch gleich nochmal an. Gucken wir mal, ob wir hier so ein bisschen jiggen können. Na, ist glaube ich noch ein bisschen zu langsam dafür. Ja. Aber nicht so wild. Wir haben ja gar nicht so weit ausgeworfen, ne? Doch, da geht doch noch einer rein. Direkt hier vorne. Sehr schön. Kleiner Keter noch. Naja. So, gucken wir mal eben rein hier. Also, ich bin natürlich hier wieder mit der Ultima unterwegs. Einfach, um hier die plus 10% aufs Spinfischen mitzunehmen. Und natürlich hier die Handhabung vom Blinker. Also schön jeden Bonus, jede Boni-Werte mitnehmen, die wir kriegen können, um nochmal eine höhere Chance zu haben, maßige Fische zu fangen und natürlich auch vielleicht eine Chance auf größere oder Trophys zu fangen. Das Ganze hier natürlich jetzt auf 15 Kilo nur abgestimmt. Bedeutet also, wenn du noch nicht so weit bist vom Level für so ein übertrieben teures Setup, einfach das Yama Set Start Setup verwenden. Ich verlinke nochmal das Video, da wird das genau erklärt. Das Yama Set Start, super geeignet, ab Level 20 kann man sich das schon kaufen. Auch das, was kaufen ab Level 20 Video verlinke ich nochmal. Da kann man auch nochmal nachgucken, was sich halt lohnt und was man eben ab 20 schon kauft und was im Endgame auch immer noch sinnvoll ist. Aber im Großen und Ganzen jetzt, wie gesagt, hier mit 15 Kilo. Wir gucken mal kurz rein. 1er Haken habe ich jetzt hier, also 1-0er Haken habe ich jetzt hier gerade in Verwendung auf dem Sotori 2209. Wirklich gute Qualität vom Haken. Auch da muss man natürlich nicht so teuer reingehen, aber ja, wenn man dann irgendwann kann, dann nutzt man natürlich auch die guten Karten, Haken, die besten Haken im Game. So, jetzt ziehen wir nochmal ein bisschen locker rein hier. Tempo wieder ein bisschen anpassen oder vielleicht mal ein bisschen mit Shift, zack, und da kommt schon einer angeschossen. Ja, so macht das doch Bock, so kann das doch gerne weitergehen. Und so ist das dann auch kohlemäßig richtig gut. Machen wir mal so ein bisschen weiter raus. Tempo nochmal anpassen. Na, so mit der Strömung auf 34 vielleicht. Oder zwischendurch einfach mal Pause machen. Treiben lassen. Und dann auch ruhig richtig lang wegtreiben. Also dann übertrieben lang einfach wegtreiben lassen. Dann wieder anfangen. Zack, ein bisschen ziehen. Man sieht dann auch von der Schnur her, die hebt sich so an die Oberfläche. Und da kommt schon der Biss. Das heißt also, der Blinker, der fällt natürlich dann runter. Er treibt noch so ein bisschen weg und irgendwann liegt er da auf dem Grund. Und dann fängt man einfach wieder neu an und zieht quasi dann den Blinker vom Grund auf hoch. Der treibt dann natürlich durch die Strömung und durchs Einkurbeln dann sehr aktiv vom Grund aus nach oben. Und dann durchzieht man quasi auch noch verschiedene Wasserschichten, wo dann vielleicht die Fische eher aktiv sind. Und das klappt dann in der Regel auch ganz gut. Zack, wieder eine Pause machen. Absinken lassen. Und dann einfach nochmal wieder weitermachen. Genau, so ein bisschen wie Jig, aber deutlich langwieriger. Also deutlich mehr Pausen lassen. Einfach mal ein bisschen treiben lassen, Pause machen und dann einfach wieder reingehen. Ne, also diesen Weg dafür dann aber am besten richtig weit auswerfen und dann auch einfach mal gucken, ob man das mit der Strömung macht, gegen die Strömung.
So, richtig schön weit raus. Und da ist sofort schon Biss. Also, scheint ganz gut zu sein. Wir gucken gerade noch mal eben gleich auf die Map, wo wir denn genau hier stehen. Damit man dann auch in die richtige Richtung rennt, von der Base aus. Und dann sieht man auch ganz gut auf der Map, was das für Gegebenheiten sind. Das heißt, man sieht ja auf der Map, wo sind irgendwelche Gewässerkanten. Wo stehen die Fische schon mal an den Kanten? Das wollen wir uns ja genau angucken. So, da sind wir hier. Am 2-Meter-Loch. Und wenn wir ein bisschen ranzoomen und wir peilen mal jetzt da vorne diesen Doppelbusch an, dann sehen wir hier auf der Map, wir ziehen quasi genau hier an dieser Kante, genau hier dran vorbei. Das heißt, wir werfen hier hin, das Ganze treibt natürlich mit der Strömung, zieht dann mit der Strömung hier so eine Kurve und wir ziehen dann hier natürlich die ganze Zeit einfach an diesen Kanten vorbei und das ist halt immer wichtig, gerade an solchen Gewässerkanten, da lauern die Fische gerne mal, da sind gerne mal irgendwelche Hotspots auch angesiedelt, kann man immer mal wieder testen, ob das dann hier ist. Ja, also auch hier in diesem Bereich immer wieder hot oder auch hier, ne, wenn man dahin wirft. Also das sind immer so die ganz wichtigen Stellen. Genau. Also, raus damit. Ich glaube, wir haben alles, ne? Sämtliche Infos, die man braucht. Haben wir alles? Ja. Köder ist klar, Haken ist klar, Schnur und Vorfach sollte klar sein. Nicht zu groß rein. Köderfarbe ist natürlich jetzt so ein Ding. Ruhig mal da wieder ein bisschen testen. Es ist natürlich auch durchaus möglich, dass hier andere Farben oder andere Köder, also andere Formen, in der gleichen Farbe auch funktionieren. Das auf jeden Fall testen. Das macht natürlich den Spinning-Angler aus, wenn er dann sein Setup kennt und seine Köder kennt und weiß, womit er dann noch ein bisschen rumprobieren kann. Vielleicht auch tatsächlich sowas wie einer der selbstgemachten Köder in Kupferfarben. Durchaus auch eine Möglichkeit, dass das dann damit nochmal richtig gut funktioniert hier. Teste ich, glaube ich, gleich mal. Ja, so viel zu dem Spot. Ausprobieren, testen, was da geht. Und ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen weiter durch und wenn es dann nachher dunkel ist, dann gucke ich auch gleich nochmal, was das Ganze denn hier kohlemäßig gebracht hat. Zack, also raus mit den Dingern, Fische reinziehen, Petri-Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.